Künstliche Intelligenz ist in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir werden auch weiterhin mit künstlicher Intelligenz die Fortschritte erleben, sowohl im beruflichen Leben, aber auch im Alltagsleben. Künstliche Intelligenz birgt ganz viele Möglichkeiten. Auch wir bei Appian werden KI weiterhin in der Plattform integrieren, um wirklich Business-Prozessabläufe beim Unternehmen weiter automatisieren zu können, sich wiederholende Prozesse zu automatisieren, um wirklich Freiraum zu schaffen für die Mitarbeiter, dass sie sich auf strategische und wichtige und kreative Aufgaben weiterhin konzentrieren können. Appian wurde vor 25 Jahren außerhalb von Washington DC gegründet. Interessant dabei ist auch, dass die vier Gründer allesamt immer noch bei der Firma mit aktiv dabei sind. Appian hat in der ganzen Zeit einen maßgeblichen Beitrag geleistet zur Industrialisierung 4.0 durch die Digitalisierung, durch die Plattform as a Service und Software as a Service Lösung, die Appian hat und dabei Unternehmen unterstützt, ihre Prozesse, Prozessoptimierung durchzuführen und zu optimieren. Unsere Expertise kommt vor allem dann zum Tragen, wenn es um sehr komplexe Prozessabläufe geht in der Wertschöpfungskette, sei es jetzt in der Privatwirtschaft oder auch im öffentlichen Bereich. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Prozesse zu optimieren, Kosten und Ressourcen einzusparen. Appian ist ein integraler Bestandteil der Economy 4.0. Wir verbinden fünf Bestandteile: Mitarbeiter, Maschinen, Technologien, Kunden und Kooperationspartner in diesem Ökosystem. Appian liefert seinen Kunden sozusagen alles aus einer Hand. Dabei orientiert sich die Entwicklungsabteilung an offenen Standards, was dazu führt, dass die Kunden die Plattform quasi nahtlos in vorhandene Systemlandschaften integrieren können. Darüber hinaus hat Appian sämtliche Security-Aspekte unter voller Kontrolle und kann somit die Zuverlässigkeit und die Resilienz der Plattform sicherstellen. Die Appian-Plattform basiert auf klassischem Business Process Management, kurz BPM. Das heißt, die Kernlogik ist immer ein menschlich lesbares Prozessmodell. Anwendungen, die auf der Appian-Plattform gebaut sein können, können eine Kreditanfrage-Anwendung sein, genauso wie die Verwaltung von klinischen Testreihen. Und diese Anwendungen basieren immer auf der Verwendung von wiederverwendbaren Bausteinen. Appians Kunden kommen aus allen Branchen. Es sind Finanzinstitute, Versicherungen, aus der Automobilbranche, Life Science, Pharma oder auch aus der öffentlichen Verwaltung. Häufig ist der Einsatz unserer Plattform getrieben durch den Wunsch, innovativer zu arbeiten, Prozesse effizienter zu gestalten, aber auch getrieben durch externe Regulatorik. Man kann sagen, dass unsere Plattform gebaut wurde, um Probleme zu lösen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Mit Appian schaffen wir es, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bekommen, um daraus die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Wir von Appian wollen dafür sorgen, dass die End-to-End-Abläufe in Unternehmen optimiert werden, dass sich die Durchlaufzeiten dieser Prozesse minimieren und dass wir die Ressourcen von Mitarbeitern so effizient wie möglich nutzen können. Automatisierung hat sich in den letzten Jahrzehnten schon durch einige Branchen gezogen und häufig wird im produzierenden Gewerbe sehr automatisiert gearbeitet. Jetzt ist es auch so, dass sich diese Automatisierung in verschiedene Dienstleistungsbranchen hineinzieht. Und so universell, wie die Plattform einsetzbar ist, sehen wir auch die Anwendung. Ich persönlich erwarte, dass gerade im Geschäftsumfeld der Weg wegführt von globalen Public-Modellen hin zu branchenspezifischen KI-Modellen. Auch der Einzug von Ethik in Geschäftsentscheidungen unterstützt durch KI wird sicherlich eine größere Rolle spielen. Darüber hinaus glaube ich, dass im Allgemeinen der Einsatz von KI in der Unternehmenswelt steigen wird, weshalb auch ein höherer Bedarf an Transparenz in den End-to-End-Abläufen entstehen wird, wobei Appian aus meiner Sicht sehr gut helfen kann. Ich erwarte, dass in Zukunft die innovativsten Firmen, die ihre Prozesse so effizient und ihre Wertschöpfung so gut gestalten können, am Ende diejenigen sind, die uns auch in den nächsten Jahrzehnten begleiten werden. Wichtig ist einfach nur, dass wir als Mensch einen verantwortungsvollen Umgang mit Technologie finden, sei es als Enduser, aber auch als Anbieter und Technologie dafür nutzen, um unsere Welt einfach ein Stückchen besser zu machen.